Das letzte Bahnbaustellen-Update versprochen in diesem Video zum Freisingring 2.0. Servus, grüß euch und hallo aus der wunderschönen Weststeiermark. Ich bin der René, herzlich willkommen bei Slot Racing Volzberg hier am Freisingring. Im Freisingraben beim Thorsten zu Hause, ja. Wir sind heute wieder bei der Bahnbaustelle, wobei Baustelle ist nicht mehr ganz das richtige Wort. Die Bahn ist zu 95% fertig. Es fehlen ein paar Beleuchtungselemente, Deko, ein Buffer, Kleidungen noch ganz punktuell. Und dann kann richtig Rennen gefahren werden. By the way, gefahren kann jetzt auch schon werden. Ich habe auch hier in diesem Video ein kleines Rennen für euch vorbereitet. Das werden wir euch dann im Anschluss auch zeigen. Ganz kurz noch ein Smalltalk, was noch zu machen ist, was passiert ist. Und ja, dann geht's los. Ich würde mal sagen, wenn euch Videos dieser Art gefallen, lasst doch ein kostenloses Abo da, würde mich sehr freuen. Der Thorsten ist auch schon wieder im Bild, ungebeten. Jedenfalls danke an der Stelle, Leute. Ich würde mal sagen, legen wir los. Ja, Leute, also wie gesagt, wir sind hier wirklich final bei der Bahn hier. Besser gesagt, der Thorsten ist final, ich habe einen Scheißdreck gemacht hier. Aber es ist so, wir werden ein separates, großes, wunderschönes Bahnvorstellungsvideo machen, wenn es ganz fertig ist. Gell? Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, bitte. Gern, machen wir nachher noch. Ja, wie gesagt, wir wollten jetzt nicht nur notgedrungen schnell irgendwas zusammenklöppeln, so eine Bahnpräsentation, wenn die Bahn nicht ganz fertig ist. Ich glaube, so lange können wir noch warten. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Thorsten, was fehlt denn jetzt explizit noch? Also die Bahn ist gut 95% fertig. Es sind punktuell noch irgendwo Deko zu machen, wo halt noch ein bisschen Grün fehlt und ich habe noch nirgendwo Licht. Also Beleuchtung bei den Häuserla und bei der Unterführung da hinten, da möchte ich noch Licht einbauen. Und dann ist eigentlich ja, fertig. Aber mit der Deko, das passiert heute einmal, morgen einmal, das drängt nicht. Super, vortechnisch super. Ist sie fertig, wir haben sie heute gerade schon ein bisschen testen dürfen, die ersten Rennen gefahren. Und ich bin positiv überrascht, es funktioniert alles. Ja, also wirklich, wirklich gut, was das betrifft. Ich meine, ist klar, das ist die Erfahrung, da passieren nicht mehr so viele Fehler. Kleinigkeiten passieren immer, das ist normal. Ganz kurz, es funktioniert alles, damit meine ich auch die serverprogrammierten Monitor, dass dort auch jedes Hackerl und auch jedes Punkt funktioniert. Ist auch nicht ohne, ja. Muss man auch sich mal in die Materie reinarbeiten, wenn man das noch nie gemacht hat, ganz klar. Gerade Cockpit ist für Außenstehende, für Neulinge nicht das einfachste, die einfachste Insel, wenn man so möchte. Ja. Also da kann man schon wirklich Zeit verbringen vor dem PC, bis alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja. Oh ja. Jeden Rennbildschirm Server programmieren, das sind oft Stunden, wenn man da was haben will, was an Server irgendwo zuschnitzen und nicht irgendwo von der Seite runterladen. Das darf gerne mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen, aber dann ist okay, dann passt das. Aber dann ist man umso stolzer, wenn es funktioniert, ganz klar. Und so wie man sich das vorstellt, funktioniert. Ja? Es soll ja auch eine Verbesserung zu den Standardgeschichten sein. Jedenfalls, wie vorher erwähnt, in diesem Video haben wir noch ein kleines Rennen für euch vorbereitet. Ich hoffe, das wird was Feines. Ja? Dann würde ich mal sagen, reden wir nicht mehr viel rum, zeigen wir, was los war. Ja, gehen wir Gas. Super. Noch einmal, legen wir los, Leute. Ja, und da sind wir schon auf der Rennstrecke. Der Mike, der Hans, der Dorti und ich. Bin gespannt, was das noch wird. 3, 2, 1! Und da geht's schon los. Wir fahren hier ein Short Race mit 15 Runden. Speed up, das heißt, die Autos werden bis zur letzten Runde immer schneller. Ja? Die fahren nicht mit ganz vollem Speed los. Das ist digital vom Cockpit unterstützt und funktioniert ganz gut. Sehr simpel zu fahren. Wir fahren hier GT. Sind ja nur Proberennen, ja, ist ganz klar. Just for fun. Ich habe hier, by the way, auch das erste Mal eine neue 4K-Kamera versucht, ja. Für die Bilder, für die Rennbilder. Ihr seht schon die 60 Frames. Das sieht man, glaube ich, schon ganz gut. Das Einzige, was noch nicht ist, hier die Ausleuchtung, dass man die 4K wirklich gut rüberbringt. Ein bisschen grieselt noch das Bild, also nicht ganz so schön. Da müsste man nächstes Mal etwas besser ausleuchten, ganz klar. Aber das wird sicher kein Thema sein das nächste Mal. Ich hoffe, das gefällt euch soweit. Von der anderen Seite finde ich auch sehr schöne Perspektive auf die Bahn. Das Infield ist wirklich, ja,
sehr, sehr tricky zu fahren am Anfang. Das hat man wirklich gemerkt mit den vielen engen Stellen und so weiter. Da muss man schon, ja, wirklich, wirklich sich reinarbeiten. Auch die beste Position, um zu wechseln, ist hier nicht ohne. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Von Anfang an hat, ja, sagen wir mal, Mike und Thorsten haben das sehr, sehr gut vorn gefightet. Dritter, vierter, das war dann eher ich und der Hans. Aber es ist, wie gesagt, bis man hier sich einarbeitet oder einfährt in diese Bahn, das ist schon, ja. Aber so soll es auch sein. Es soll ja nicht ganz von Anfang an, nach kurzer Zeit, schon easy cheesy zu fahren sein. Da muss schon hartes Training her und ja, das hat man dann auch gemerkt. Auch diese rechte Passage, dieses Infield, finde ich sehr, sehr schön gelungen. Das finde ich wirklich ganz schön zu fahren. Die linke Passage, das linke Infield, ist ja eher an den Freisingring 1.0 angelehnt, als Hommage sozusagen. Im Porsche 911 ist der Thorsten unterwegs, im BMW M4 der Mike, im Ford GT ist der Hans unterwegs und ich in so einem Umbau Bugatti, also so ein Self-Made Bugatti vom Thorsten. Aber alles in allem sehr schön zu fahren. Hier wird auch mit Super Tires gefahren, ja, mit Silikonreifen. Ja, an der ersten Platz holt sich der Thorsten vor Mike, ich auf der 3 und der Hans auf der 4. Gratulation, Leute! Tja, das waren hier schon die ersten bewegten Rennbilder vom Freisingring, offiziell, wenn man so möchte. Ja, heute waren wir eine kleine Partie zu viert, aber das kann sich ja noch ändern in den nächsten Tagen. Da wird noch einiges passieren, was ich so gehört habe, gerade am Samstag. Ja, Samstag kommen ein paar mehr Leute, dann ist die Bahn da richtig in Anspruch und dann werden wir richtig Gas geben. Ja, ich bin leider nicht dabei, weil ich kann nicht jeden Tag auf einer Rennstrecke sein. Ja, das geht leider nicht. Sehr schwach, René. Ja, es geht leider nicht. Nein, immer geht's nicht. Das gibt Minuspunkte. Ja, was soll's. Nein, Leute, ich hoffe, das Ganze hier hat euch einmal gefallen. Es wird in Zukunft natürlich immer wieder was Neues auch hier vom Freisingring einmal geben, ganz klar. Und wenn euch Fragen dazu am Herz liegen, ja, wenn ihr ein bisschen was wissen wollt, Kommentare dazu, wie es euch gefällt, natürlich schreibt gerne was in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Generell überhaupt Bahnen an sich, wie schon auch in anderen Videos erwähnt, gibt es jetzt Bahnvorstellungen etwas mehr im November und Dezember, da ist schon einiges in Planung, so viel darf ich verraten. Lasst euch überraschen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Bahnbaustellen oder Bahn. Vorstellungsvideo, da gibt es ja verschiedene jetzt mittlerweile. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Tschüss, Baba.